zie jij me ooit meer. Ich bin klar, wenn wir vorziehen, wenn wir zutun. Es geht noch jemand. Heieiei, du. Die Tür hat auch wieder mal ein bisschen Farbe nötig. Ah, meinst du? Ja, das stimmt. Puh, das hat dringend einen neuen Anstrich nötig. Ja. Ja, ich hätte eigentlich Zeit heute Nachmittag. Ja, ich könnte ja eigentlich mit meinem neuen Wassermalkasten. Mit diesen Farben die Tür noch einmal. Also da ein bisschen gelb oder vielleicht orange. Genau. Und da rot könnte man, blau könnte man rot machen. Ja, das wäre natürlich ein riesiger Gefallen, den ich am Gary würde machen. Ja, Gary! Gary, komm mal! Was ist? Genau. Und dann würde ich so Töpfchen machen. Hey, was? Ich habe eine gute Idee. Was? Also, ich habe doch den neuen Kasten mit der Wasserfarbe. Ja. Ich könnte die Tür noch einmal heute Nachmittag. Wieso lachst jetzt du so? Ja, Murmi. Also wirklich, ich hätte dir ja noch einen Gefallen machen. Ja, das ist ja lieb. Bist du überhaupt in Liebe? Ich weiss, heute hast du die richtig zusammengenommen. Hm. Aber wenn wir da mit Wasserfarbe anmalen, dann tut es einmal ein bisschen regnen und alles läuft wieder ab und man kann wieder von vorne nach. Ja, dann könnte ich es gerade noch mal machen. Nein. Murmi, da braucht es ganz spezielle Farbe. Metall-Aussen-Farbe, damit man das dran streichen kann. Metall-Aussen-Farbe? Ja. Also bringt die Metall-Aussen-Farbe? Nein, das haben wir nicht einfach da. Das müssen wir im Farbegeschäft holen, wenn schon. Im Farbegeschäft? Ja. Ja, was ist ein Geschäft, wo es ganz viel Farbe gibt? Ja, denke ich. Und alle Farben auch? Alle Farben, ja. Die tun es extra mischen dort. Also holen wir die. Hey, Murmi, ich habe jetzt keine Lust. Ja, aber ich mache es ja. Du machst es wirklich? Ja, klar. Und du hast nicht alles zusammen hier rundherum auch noch voll gehabt? Nein, ich tue da schön die Zeitung legen und dann auch pinseln. Und Fenster kann ich auch anmachen. Nein, Fenster sicher nicht. Dann müssen wir rausschauen. Warte jetzt mal, jetzt ist Viertel ab. Okay, wenn wir jetzt gehen, dann sind wir um 20 vor dort. Also, dann gehen wir jetzt. Ja, also gut. Oh, gehen wir auf Fox, ich freue mich auf die Farbe. Komm. Ja. Oh, da sind wir. Da gehen wir jetzt die Farbe kaufen. Oh, schau mal, die haben ein schönes Verkaufsschild. Ja, das ist schön. Das ist auch nicht mit Wasserfarbe gemalt, so wie du willst. Und es ist ein bisschen neuer als unsere Tour. Und die schönen Farben, genau so als komm, Blau. Komm jetzt hier. Ja, ja. Hallo, grüezi. Grüezi miteinander. Wir sollten dringend Farbe haben, weil unser Tor ist abblättert. Und verbleicht und nicht mehr schön. Du, Murmi, ich tue es rasch erklären. Ja, einfach ist das eine gut? Schöne Farbe. Oh, ja, ja. Ich kann dort hin pinseln schauen. Ja, aber machst du nichts durcheinander? Nein. Also, er hat schon gesagt, wir haben hier ein grosses Tor aus Metall an der Halle. Und da ist die Farbe abblättert. Es war also gestrichen. Darum hat es einen Holzrahmen und der sollte auch wieder ein bisschen Farbe überkommen. Mhm. Er hat es auch ein bisschen nötig. Okay, mal, dann habe ich das Ideale für euch. Kommen Sie rasch mit, bitte. Ja. Ja, was ist denn das für ein Pinsel? Mit dem kann man mich ja gut striegeln. Ja, also von denen brauchen wir gerade mal drei. Gut. Und dann brauchen wir einen grünen kleinen, einen mittleren. Und oh, das sind natürlich praktische, so lange. Und dann etwas zum Reintun. Aha. Die geeignete Farbe ja. Für euch. Das wäre für Holz und Metall zum Vorstreichen.
Also gerade für beides, für Holz und Metall. Das ist natürlich super. Man muss einfach zuerst das Holz oder das Metall ein bisschen waschen, reinigen und nachher anschleifen. Und dann kann man das mit dem Pinsel und Roller kann man das aufteilen. Super, und das ist jetzt blau, dann da sollten blau. Wir noch rot haben, gelb auch gerade und noch grün. Und dann schicken wir das. Dann haben wir alle Pajanzo-Farben. Grün. Super. Jawohl. Danke. Bitte schön. Ja, Murmi. Hast du Pinsel? Aber nicht so viel. Bist du verrückt? Ja, und die sind sehr praktisch zum Massieren. Ja, aber da bräuchte ich noch einen Halter dazu. Murmi, die Hälfte musst du wieder retour bringen. Ja, sicher nicht. Die brauchen wir. Das ist ein grosses Tor. Und schau mal, all die Büchsen. Ja, die müssen wir. Nein, das bleibt. Das brauchen wir alles. Ja. Und schau mal, den habe ich kennengelernt. Der Lucky Luck. Bist du sicher, dass der Lucky Luck ist? Ja, hat er mir gesagt, wohnt der echt da? Weiss nicht. Nein, der wohnt nicht da. Der wohnt bei uns in der Farbenfabrik, in Adlischwil. Aha, ja, dann gehen wir jetzt gleich dort hin, den besuchen. Murmi, jetzt hast du gesagt, du würdest bei mir zuhause das Tor malen. Und ja, ich aber kann das können wir dann noch nachher machen. Du könntest etwas in die Zeitung schreiben, wie man Farben macht. Ja. Mensch, für die Zeitung von morgen nicht mehr, aber für übermorgen, okay. Für übermorgen, wäre das echt möglich, dass wir dort mal vorbeischauen? Was meinen Sie? Ich denke schon. Ich könnte mir auch anrufen und dann könnt ihr dort uns sicher schauen. Ja. Sehr gut. Kleiner Moment, Tosch. Du, das ist gut, hat es geklappt. He? Kann man sagen, so ja. Schnell. Ja. Schau mal, hast du gesehen, dein Freund ist auch da. Oh ja, der Lucky Luck. Ja. Oh, da kommt jemand. Ja, hoi Murmi. Ja, grüezi. Hallo, ich bin Geri. Ja, wir sind angemeldet per Telefon. Ja, ja. Ja, wir können raufgehen, dann können wir mal zeigen, wie Farbe gemacht wird. Aha. Gut, interessant. Ja, dann gehen wir. Also, kommt. Ja, Murmi, was meinst du, warum braucht es Farbe? Ja, denk, dass es schön wird, wenn man es anstreicht und dass man etwas zu tun hat und ein bisschen pinseln kann. Ja, nicht nur das, das auch, aber weißt, wir müssen natürlich auch die Bauten oder die Häuser schützen. Also du siehst da das Holz, wenn da die Sonne drauf scheint, wird das grau und das geht nachher kaputt. Ja, das ist nicht mehr schön. Eben, vor das muss man das schützen, aber auch die Farbe muss natürlich gut sein. Siehst, ich darf natürlich nicht abblättern, aha, oder? Darum kann man keine Wasserfarbe nehmen. Ja, genau, richtig, genau. Schau mal, da gibt es noch andere Sachen. Also das Holz, Viecher und so, Tierli haben natürlich das Holz gern, ja. Da müssen wir natürlich auch das Holz schützen, dass es nicht gefressen wird von so Käfer. Von Schädling, hä? Ja, von so. Schädling, ja. Aha. Oder dann, schau mal da, Eisen, oder? Das darf natürlich nicht rosten. Aha. Sonst geht es natürlich auch kaputt, ja, oder? Ja, stimmt, ja. Eben. Oh, und was sind denn das für viele Pülferli und so? Ja, siehst du, das sind jetzt alles so Farbpülferli oder Farbpigment, wenn man sagt. Oder eben Bindemittel oder Harz. Und wo man Farbe macht, oder? Oh, aber pass auf, gell? Nicht, dass es runterfällt. Also ich würde am liebsten jetzt gerade meine Farbe zusammenmischen. So, wir können etwas parat machen. Wir können miteinander gerade mal so eine Farbe machen. Dann sehen wir es nachher, wie es in der Fabrik funktioniert. Ja, wirklich? Ja. Komm, gehen wir da rüber. Schau mal die Farbensauce, du. Gib Sorge, Murmi, nicht, dass du die voll machst. Nein, nein. Aber mich macht schon gerade an, schon so richtig loszulegen und zu malen. Ja, aber da muss man sich anlegen dazu, gell du? Also ich lege jetzt da eine Schoss an. Aha, ein Kittel. Damit ich nicht voller Farbe bin nachher. Ja, das ist besser. Und so. Jetzt, was haben wir da? Jetzt schau, jetzt sehen wir mal die Farbe miteinander machen. Da siehst du jetzt da das Harz, oder? Wo man zuerst braucht.
Man sieht hier, früher hat man hier zum Beispiel Samen genommen und auspresst und nachher hat man ein Öl gemacht daraus. Aha. Aber heute tut man das künstlich machen, das Harz. Also. Und das Harz braucht es, damit die Teile aneinander kleben? Ja, das Harz braucht es einmal, dass es einen Film gibt, oder, auf dem Holz oder auf dem Metall. Und dass die Farbpulver da, dass die heben, dass sie nicht auskreiden oder weggehen nachher beim Wetter. Aha, also jetzt können wir jetzt etwas zusammenmischen. Jetzt sollen wir mal gerade mal anfangen. Ja, also wir werden ja mal da, siehst, das Harz mal da rein leeren. Das sieht aus wie Honig. Das sieht aus wie Honig, aber da gibt es eben flüssige Harz oder es gibt auch so dicke Harz, wie das da, siehst. Ganzes dickes Harz. Oh ja. Wie Gummibärli. Wie Gummibärli, das kann man auch hier rein tun. So, und ich kann jetzt, das schon mal ein bisschen mixen. Jetzt kann man das mixen, aber siehst, das ist noch ganz dick. Jetzt tun wir das ein bisschen lösen mit einem Lösungsmittel. Gut, also drei. Und dann tun wir das also drei. Nicht gürtchen. Umrühren. Ja, du kannst schon mal rühren, aber siehst, da passiert das natürlich gar nicht, oder? Aha. Weil das braucht eben eine sehr starke Maschine zum Rühren. Oder? Darum habe ich jetzt den Mixer von daheim mitgenommen. Aha. Dann tun wir das mal ein bisschen rühren da. Und dann tut sich das Harz auflösen, siehst du? Aber jetzt hat es noch keine Farbe. Und jetzt hat es noch keine Farbe, jetzt ist immer noch farblos. Jetzt haben wir da eben das Farbpulver drin. Oh ja, das möchte ich. Da, schau mal, kannst du mal da mit dem Löffel rein tun. Ah, gut. Da. Weisses Farbpulver. Das ist jetzt weisses Farbpulver. So. Und das Farbpulver, das ist eigentlich nichts anderes als der Rost von einem Metall. Das ist jetzt von Titan. Ah, weiss ist Rost ja, auch. Ja. Das ist aber künstlich hergestellt, oder? Siehst du da zum Beispiel, das ist jetzt ein Rost von Eisen. Oh, von dem tun ich noch nicht. Nein, dann... Ja, das würde ich jetzt noch nicht machen. Das, weißt du, heutzutage tut man nur so... Eisorte. Eisorte machen und nachher tut man am Schluss warte, so eine Farbpaste rein. Aha, mal, ja, so. Aha. So, siehst du. Also, da von so einem rostigen Metall nimmt man das Rostoxid. Jawohl, da schau mal, wir können mal das abkratzen. Dann siehst du das mal. Oh, aber ein bisschen rot und Fleisch, oder? Ja, das würde ich jetzt noch nicht machen. Ja, das ist jetzt ein künstliches Rot da. Das ist ganz stark, so pass auf, das färbt den wahnsinnig. Das werden wir dann nachher am Schluss reinmischen. Aha. Jetzt haben wir da das Farbpulver drin, jetzt werden wir das ein bisschen aufrühren. Mit dem Mixer wieder. Mit dem Mixer. Aha. So, kannst du auch ein bisschen heben, wenn du willst. Ja, gut. So, und mal schauen, ob da etwas passiert. Eben, normalerweise muss es natürlich sehr gut reingemischt werden. Das reicht natürlich nicht mit dem Maschinen da. Aber zum zeigen, wie das geht, die Farbe, ist das, kann man das mal so machen. Ja, sehr interessant. So, jetzt siehst du, jetzt haben wir da schon ein bisschen weisse Farbe. Ja, kann ich den nicht schon streichen? Nein, jetzt machen wir sie noch farbig. Da müssen wir jetzt noch etwas rein tun, wenn der nachher gerollt wird, dass es keinen Schaum gibt. Oder? Siehst du, das sind so kleine Flüssigkeiten, die man rein tut. Das ist auch nicht gibt. Oder dass es trocknet, die Farbe, oder? Die aha, muss natürlich trocknen. Oder dann gibt es noch andere Sachen, oder? Dass es schön verläuft, dass es schön glatt wird, die Farbe. Mhm. Und jetzt können wir, wenn du willst, können wir jetzt das noch etwas färben. Ja. Willst du das noch etwas? Ja. Also kannst du von dem etwas reinleeren. Aber also, vorsichtig. Aber vorsichtig. Nicht nein, 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 zu. Aha. Ja, no, das ist nicht so schlimm. Wenn dir das noch nicht in der Fabrik passiert. So. Tipptopp, tipptopp. Und jetzt gerade pinseln. Jetzt kannst du es gerade pinseln. Da jetzt ein Eisen, kannst du es gerade drauf streichen. So wie unser Dorama. So. So. Streich noch drauf. Das. Super. Jetzt haben wir die Farbe schon gemacht, siehst du? Und jetzt können wir das in der Fabrik anschauen, wie das zu und her geht. Im Grossen. Im Grossen. Ja. Also gehen wir. Also Murmi, da sind wir jetzt im Entwicklungs- und Forschungslabor. Ja so. Aha. Siehst du, da hat es alles die Maschinen, die wir vorhin von Hand gemacht haben. Da wird jetzt Bindemittel und Harz gerührt und die neuesten Sachen ausprobiert. Und zusammen. Und zusammengegötscht, jawohl, genau. Also, ja, aber ein Forscher ist doch ein alter Mann mit einer Brille, aber die sind ja ganz jung. Ja, das sind jetzt Lehrlinge, die wir haben. Ah, Lehrling? Ja, Chemielaboranten, die noch Lacklaboranten auch noch lehren. Und die sind bereits schon da und üben und machen schon. Also gut, dann machen sie keine Fehler und nicht zu viel Götschen.
nicht zu viele Flecken auf dem Boden, sonst geht er dann nicht mehr aus. Die heissen nicht Murmi. Nein. Ja, wenn die Lehrlinge Pause haben, dann malen sie da noch ein bisschen Bilder. Sicher nicht, Murmi. Ich dachte, das sei moderne Kunst. Ja, nein, wenn nachher die Farbe mal gemacht ist und entwickelt ist, dann muss man die austesten. Ach so. Oder man muss schauen, zum Beispiel, ob sie deckt auch. Die muss natürlich decken, sonst wenn man nachher den Untergrund sieht. Oder sie darf nicht runterlaufen. Ah ja, so, sonst hat der Maler dann dreckige Hosen. Ja, genau. Oder sie muss kratzfest sein, oder? Aha. Kannst du mal kratzen. Ja. Ah, da sieht man nichts. Oder sie darf nicht reissen. Ach so. Ah, elastisch also, muss sie da sein. Da gibt es verschiedene Farben für aussen, für innen, Glanz, Seidenglanz und die haben alle ihre Eigenschaften. Ah, das ist noch kompliziert. Und das sollen wir hier austesten. Aha. Ja, aber gehen wir jetzt mal in die richtige Farbenfabrik? Ja, das können wir jetzt gerade gehen. Ah, und wo ist eigentlich der Lucky? Ja, nur Geduld. Also, jetzt sind wir hier in der Farbfabrik. Wir sehen jetzt hier, zuerst wird das Harz vorbereitet. Das ist jetzt das dicke Harz und nachher kommt noch ein dünnes dazu. Das ist jetzt das, was aussieht wie Gummibärchen. Ja, genau, richtig. Jetzt tue ich das hier reinleeren. Und jetzt? In den Ständer rein, wie man sagt. In den Tank rein, dem sagt man Ständer. Ach so. Und da gibt es natürlich ein Rezept dazu. Ich kann nicht einfach nur rein tun, so viel dass er will. Da steht genau, wie viel er muss rein tun muss. Wie ein Kochrezept. Wie beim Kochen, wenn ein Kochrezept. Und wo ist eigentlich der Lucky? Der Lucky, ja, der kommt dann noch. Der muss noch ein bisschen Geduld haben. Also Murmi, jetzt kommt das flüssige Harz hier rein, siehst du? Das wird gemischt mit dem dicken Harz, das wir vorne rein haben. Ah, das ist jetzt der Honig von vorher, gell? Da, wo man sagt, sieht aus wie Honig. Ja. Das gibt aber ein riesiges Honigbrot. Ja, nein, das kann man nicht essen. Du. Aber von wo kommt denn das? Ja, eben da haben wir da hinten haben wir, im Keller grosse Tank. Siehst du oben die Röhre? Da kommt nachher das Harz rein. Also. Und das tun wir nachher abmessen da oben mit diesen Messgeräten. Und dann nachher wird das abgestellt. Auch wieder genau nach der Rezeptur. Ein Rezept, also wie ein Kochrezept. Richtig, ja. Das ist jetzt einer von diesen Riesenmix. Ja, genau. Da kommt jetzt eben das Pulver rein. Also einerseits Pigment, aber auch noch andere Sachen zum gut füllen. Auch Pulver. Und das muss richtig gut vermischt werden. Das muss ganz fein sein und darum braucht es so ganz starke Maschine mit speziellen Reibscheiben. Ja. Oh, pass auf, Murmi, das ist schon heiß. Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ja, weißt du, vom Rühren wird es natürlich warm da. Ja. Musst du aufpassen. Ja. Also, schau jetzt, Murmi, das ist die Farbe, die wir oben gemacht haben, wie da, wo das Pulver drin ist. Jetzt ist aber das Pulver viel zu rauch. Da müssen wir jetzt zum nächsten Schritt gehen. Jetzt werden wir das nämlich noch vermahlen. Das Pulver wird schön fein vermahlen hier innen, dass nachher der Lack ganz schön fein ist. Und das läuft eben da anders. Man sieht dort den Kübel und in diesem Kübel innen hat es Glasperlen, siehst du? Und da läuft dann nachher die Farbe durch und dann wird das vermahlen. Dann geben wir doch da gerade die Farbe rein. Ja, genau. So passiert es drinnen, siehst du? Und dann wird die Farbe ganz fein. Und dann wird sie nachher schön fein, dann gibt es nachher eine schöne glatte Oberfläche. Was wird da alles gemacht? Zum Beispiel muss der Glanzgrad immer stimmen, also die Farbe muss immer gleich glänzig sein. Aha. Da haben wir so ein spezielles Gerät, wo man das messen. Aha. Und nachher haben wir die Feinheit, also das Pulver, das fein muss sein, das tut man nachher da drauf ziehen, die Farbe, und dann kann man das hier anschauen. Da, wo dann die Farbe flach ist, wo das Pulver nicht mehr drüber ausschaut, also nicht mehr rauch ist, dann kann man dann ablesen, wie fein das ist. Aha, also sind 20.000 Millimeter da. Dann muss die Farbe natürlich immer gleich flüssig sein. Das tut man auch einstellen. Da hat es da hinten so Spezialgeräte, wo man die Flüssigkeit einstellt.
Natürlich muss die Farbe auch trocknen. Es kann natürlich nicht sein, dass sie nach 2 Wochen nass ist. Dann tut man das da drauf. Siehst du? Und dann läuft die Nadel, wenn die nicht mehr einen Strich macht in der Farbe, ist sie trocken. Ah, da sieht man es ja. Tun ihr die Sachen auch draussen prüfen? Zum Beispiel gerade auf Holz oben oder so? Also die Qualität bei Aussenprodukten wird auf dem Wetterstand geprüft. Aha. Da haben wir hier oben auf dem Dach so richtige Ständer, wo man die Farbe reintun kann, und dann prüfen wir die dort. Der Sonne und im Regen aussetzen. Schauen, ob sie nicht blättert, ob sie nicht ausbleicht, ob sie hebt. Und das kann man hier oben prüfen. Auf dem Wetterstand. Gut, aber eigentlich habe ich schon begriffen, wie so eine Farbe funktioniert, also wie man ja das macht. Aber ich möchte jetzt gerne mal den Lacki sehen. Ja, der Lacki, der ist unterwegs noch. Den treffen wir dann noch am Schluss. Ja, aber jetzt denn, oder? Gehen wir jetzt zum Lacki? Ja, noch nicht ganz. Aha, noch wir nicht müssen ganz noch schauen, wenn wir Farbe machen nachher. So, da sind wir jetzt in der Farbtönerei. Da mischen wir jetzt die Farbe, die die Kunden wollen. Ach so, aber da kann man etwas wünschen. Ja, da kann man auch etwas wünschen. Wir haben aber auch einen Haufen Farbtöne schon rezeptiert. Aha, Standardfarbtöne. Also, Standardfarbtöne. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel wünschen, das Orange, das Mondi-Orange. Das könnten wir jetzt ausmessen und nachher eine Rezeptur machen. Und dann könnten wir das mischen auf dieser Maschine. Ja, das wird in die weiße Farbe eingeklärt, in die weiße Grundfarbe. Richtig, ja. Also, da haben wir verschiedene Grundfarben, wo wir dann aus jeder Grundfarbe können wir einen Haufen Farbtöne machen. Und was macht die Frau da? Sie tut jetzt das, macht die Rezeptur eingeben und die Maschine laufen lassen. Das sehen wir jetzt. Also jetzt tut sie den Farbton am Computer auslesen und auch was für eine Farbe das wir nehmen und wie viel Gewicht das wir nehmen. Dann nimmt man die Basis und stellt sie unter die Maschine und dann gibt sie den Auftrag zum Mischen. In diesen Kubus, in diesen Röhren sind die verschiedenen Farbpasten, rot, blau, gelb und so weiter. Und jetzt läuft genau nach dem Rezept unten die Farbpasten in die Basisfarbe rein. So, jetzt sehen wir, wie das Karussell drüllt. Jetzt ist die Farbe dann im Kübel rein, die Farbpaste. Man sieht ja, das ist ein Rot, das wir mischen. Man sieht ja, die rote Farbpaste, die jetzt reingeht. Und das muss also ganz genau stimmen, sonst nachher haben wir einen anderen Farbton. Jetzt kommt die nächste Paste rein. So, jetzt sind die Farbpigmente drin. Jetzt tut sie den Deckel drauf. Und dann muss es natürlich durchgerührt werden. Das muss sehr gut durchgemischt werden, weil die Farbpaste die muss sich gut verteilen in diesem System. So können wir also x verschiedene Farbtöne mischen. Also schaut jetzt hier. Da sind jetzt die fertigen Farben in diesen Tank innen. Die verschiedenen Farben. Also für aussen, für innen und alles zusammen ist hier innen. Richtig, die weiße Farbe. Und dann wird hier innen nachher abgefüllt. Ja, schau mal ein bisschen um. Ja, schau mal ein bisschen. Ja, schau mal ein bisschen um. Ja, ja, da. Ja, schau mal, da ist ein Herziger. Ja, und du wohnst also an einem wirklich an einem farbigen Ort. Ja, das kann man sagen. Ja, ja, danke sehr. Bitte schön. Jetzt weiss ich, dass er wirklich in der Farbe macht. Jetzt gehen wir heute streichen. Sehr genau. Gut. Sehr gut. Streichen gut. Und hoch im Berggebiet, zwischen den Gletschern innen. Und hat eine schöne Höhle dort, tief
im Boden drin.